Deutschland gehört zu den führenden Ländern in der Wasserstoffforschung. Wir haben eine hohe Zahl von Patentanmeldungen. Und ich glaube, gerade die Kombination mit China ist deswegen wichtig, weil China einen riesigen Markt hat und es dort möglich ist, auch Innovationen. Wir müssen den Klimadialog auf allen Ebenen vorantreiben und ich setze mich sehr dafür ein. Und deswegen freue ich mich über jeden Dialog mit China, über jedes Gespräch und über jeden Austausch.